Ich begrüße euch, meine lieben Zuschauer. Es geht weiter mit Factorio. Und im Schlepptau habe ich mal wieder den Logi. Jo. Ja, also, bist du auch wieder da? Hast du gut hergefunden? Standest du im Ja. Stau? Ja. Seit der letzten Aufnahme ist etwas viel passiert. Es ist, glaube ich, sind fast 2 Wochen vergangen Oh seit der letzten ja, doch, ich habe sehr viel aufgenommen. Aufnahme. Und in der Zwischenzeit habe ich schon einen Plan quasi ausgearbeitet, wie wir was produzieren müssen, dass wir zum dritten Wissenschaftspaket dann auch gescheit kommen. Zum dritten. Zum Ja, das ist dritten. das Blaue. Das ist Das das ist ja Blaue. Wahnsinn. Und dafür erforschen wir eh schon das Richtige. Wir brauchen dann das Öl. Ja. Und wir müssen halt auch schauen, dass unsere Verteidigung gut steht, weil wenn du mal auf Alt drückst. Alt. Oh, das ist, oh, jetzt sehe ich Genau. ja alles. Oh Gott. Genau, und jetzt drück mal auf M. Ja. Und jetzt schau mal jetzt kannst du nämlich die Umweltverschmutzung sehen. Wie? Warte. Ah, okay, ich sehe schon. Es ist so leicht orange. Ja, genau. Und sobald dieses leicht orange ein Alien-Nest erwischt, Da unten sind ganz viele. Da unten ist eine große Basis, wie es aussieht. genau, sobald das eine Alien-Basis erwischt, Werden wir angegriffen? genau, werden wir angegriffen. Und die sind recht nasty. Das heißt, wir brauchen Mauern. We need to Nicht build a du. wall. Was wichtig eigentlich ist, vor allem am Anfang, ist Munition. Hab ich. Wir brauchen aber rote Munition. Rote Und rote Munition. Munition bekommen wir erst später, wenn wir erforschen. Nämlich unter Militär 2. Ist eine relativ schnelle Forschung. Und Steinmauern, wie du schon gesagt hast, brauchen wir dann auch. Die machen wir dann Ach auch so, noch. genau, Militär 2. Panzerbrechende Munition und Granaten. Genau. Die panzerbrechende Munition ist für die Aliens ideal, weil die macht ordentlich Schaden. Ein schnelles Fließband. Lampe. Optik wäre ja auch nicht schlecht, da können wir Lampen bauen. Okay. Eine Sache, die Okay. wir auf jeden Fall mal reduzieren können, beziehungsweise wir müssen umbauen. Und zwar, wir brauchen eine ordentliche Eisenplattenproduktion, die etwas länger ist als die, was wir gerade jetzt haben. Weißt du, was ich meine? Eine Eisenplattenproduktion, die länger ist. Ja, also eine Straße, die länger ist als die, was wir jetzt haben. Oh, das war der Das hört falsche sich Knopf. jetzt nach sehr, das hört sich vielleicht jetzt nach einem sehr rabiaten Plan an, aber das Gescheiteste ist es, ab einem gewissen Punkt zu sagen, wir nehmen einfach mal alles weg. Also wirklich alles. Ja. Ich bin so ein Idiot gerade. So. Ich habe gerade einfach nichts. Okay. Weil das, was wir aber vorher noch machen sollten, bevor wir das machen, ist warten, bis die Ölverarbeitung fertig ist, weil wir die dann auch gleich einbauen können oder müssen sogar. Okay. Ansonsten. Na, ansonsten passt soweit alles. Wir müssen halt wirklich nur warten, bis die Ölverarbeitung fertig ist. Was du dabei machen könntest, Ja. ist, ich versuche mal das irgendwie. Wie mache ich das? Ah ja, Kisten, wir haben Kisten gemacht dafür. Nämlich hier in der Kiste. Ja, Kiste. Hier unten gebe ich meine gesamte Munition an, die ich noch habe. Okay. Und du gehst bitte nach unten und machst die Aliens fertig. Oh.
Nett, danke. Ja, weil die, ich habe die Befürchtung, dass meine Legs es nicht zulassen, dass ich wirklich Ah ja, ordentlich stimmt. Trainings fertig mache. Stimmt schon. Aber ich könnte mir ja noch eine schwere Rüstung craften, oder? Ich meine, Stahlträger haben wir eh genug. Ja, kannst du machen. Gut, mache ich auch. Schwere Rüstung. Ich habe schon eine schwere Rüstung, aber zwei sind besser. Nein, du brauchst nur eine. Na, aber wenn die eine kaputt geht, habe ich nur eine Geht zweite. nicht kaputt, weil du kannst sie reparieren. Ja. Egal. Tu, Wow. wie du willst. Mein Spieler sieht so toll aus. Zoom mal an deine Spielfigur ran. Das haben wir schon mal gemacht. Ich Okay. weiß, wie sie aussieht. Aber nochmal, das Spiel kämpft nicht mit Optik. Nee, zum Glück, sonst könntest du meinen Laptop nicht spielen. So. Ach du Scheiße, da kommen sie ja schon. Wo? Achso, du bist unten. Ach du Scheiße. Du musst möglichst schnell die produzierenden Basen wegmachen, weil die kommen sofort nach. Also ich spüre gerade, dass es vielleicht im Dunkeln nicht so eine gute Idee ist, anzugreifen, weil ich die auch kaum sehen kann. Vielleicht sollte ich warten, bis es Tag wird. Denn soweit reicht mein Schrotgewehr auch gar nicht. Nee. Oh, da kommen sie schon wieder. Gott, sind das viele. Ah! Mal so eine hypothetische Frage. Was passiert, wenn man stirbt? Dadurch, dass wir zur Zeit spielen, wirst du einfach wiederbelebt nach Ach einer so. Zeit, glaube ich. Ich meine Sterben mit. nicht, dass ich gerade Gefahr laufe zu sterben. Es ist nur so, dass mich das gerade wundert, weil es kann ja passieren. Sterben im Solo-Game wird wirklich das Ende bedeuten. Das sind große Würmer? What the fuck? Okay, ich muss mich ein bisschen zurückziehen, weil ich bin nur noch Oh, bei halbem nein! Leben. Ach du Heilige, ich Ja, bin tot. das ist ganz schön gefährlich hier. Ich bin gerade so überrascht, dass das große Würmer waren. Da muss man gucken. Das ist auch ein großes Nest, wie es aussieht. Nein, das ist ein kleines Ein Nest, aber das ist ein Speiernest. kleines, starkes Nest. Ein Speiernest ist das. Okay, wir brauchen eindeutig vorher Panzer. Das überrascht mich gerade immens. Ja, guck mal, die großen Würmer haben auch sehr viel, machen auch sehr viel Schaden. Ja, eh. Aber das ist eigentlich recht ungewöhnlich für dass wir am Anfang des Spieles eigentlich erst sind. Naja, ich meine, die Basis ist auch relativ weit weg von unserer Base, verstehst du? Das ist nicht weg. Das ist nicht weit weg. Naja, es ist aber auch nicht gerade um die Ecke. Es ist eigentlich schon fast im Einfluss von unserer Umweltverschmutzung. Heißt es, die großen Würmer können auch zu uns kommen? Na, die großen Würmer nicht. Die großen Würmer sind stationär, das sind Na Türme. also. Aber die Viecher. Vielleicht gibt es hier irgendwo eine andere Basis, die ich ausräuchern kann. Ich habe nämlich Lust, ein paar Aliens zu töten. Ist okay. Oder die Map ein bisschen zu erkunden. Nur zu. Mal sehen, wie groß die Map hier überhaupt ist. Ich glaube, unendlich. Oh, unendlich. Na, hast du es eingestellt, dass es begrenzt ist? Eigentlich nicht, ich glaube nicht. Na, dann haben wir eine unendliche Karte. Wow. Glaube ich zumindest. Da ist eine große Basis.